Und jetzt wissen wir endlich, was das nächste DLC für Jurassic World Evolution 2 sein wird, nämlich das Marine Species Pack. Dieses kommt genau in einer Woche raus, nämlich am 10. August, und beinhaltet 4 neue Spezies. Als allererstes hätten wir da den Schonisaurus. Dieser wurde sich oft von der Community gewünscht, jetzt haben wir ihn endlich. Und ich muss sagen, der sieht ein bisschen aus wie so ein richtig riesiger Ichthy. Könnte einfach der Mama-Ichthy sein. Also zumindest mit der Schnauze und sowas sieht das halt sehr, sehr ähnlich aus. Und ich glaube, der ist wirklich gigantisch. Weil wenn ihr mal guckt auf dem Screenshot, dieser Viewing Dome, der übrigens auch neu ist, der sieht schon wirklich winzig aus gegen den Shoni. Und die zweite neue Spezies ist eine gigantische Urzeitschildkröte, nämlich der Archelon. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ist egal, Archelon sage ich jetzt einfach mal. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Sieht auch echt cool aus. Hier sieht man auch schon einige Farbvarianten und auch wieder den Dom im Hintergrund. Außerdem bekommt dieser auch eine neue Plattform, auf die er sozusagen an Land schwimmen kann und dort dann eine Runde chillen kann oder irgendwelche Animationen machen kann. Und die Besucher haben dann natürlich einen ganz besonderen Blick auf die Tiere, wenn sie dann mal nicht im Wasser sind. Und die dritte neue Spezies aus dem Marine Species Pack ist der Dunkle Osthois. Ich weiß gar nicht, was genau das für ein Tierchen ist. Sieht auf jeden Fall sehr spektakulär und besonders aus. Gerade die Schnauze gefällt mir sehr. Das sind ja nicht so richtig Zähne. Es sieht aus wie so richtig dicke, massive Platten oder sowas. Aber man muss auch leider dazu sagen, ich glaube, damit hat sich der Megalodon auch verabschiedet, weil wir haben wahrscheinlich diese Rückenflosse gesehen von dem hier und nicht die vom Megalodon. Schade, schade. Über den Megalodon hätte ich mich natürlich auch gefreut. Aber den hier finde ich auch super, super cool. Und das hier ist die vierte und letzte Spezies von dem neuen Pack. Der Notosaurus. Sieht auch interessant aus. Der hat auch so richtige Ärmchen und auch wieder sehr, sehr spitze Zähne. Ich finde es auch süß, der hat hier sogar so einen Fisch im Maul. Dieser kann übrigens auch auf diese Plattform, wo die Schildkröten drauf können, also auf diese Landplattform sozusagen. Ansonsten haben wir an neuen Gebäuden halt diesen Viewing Dome gesehen, der unter Wasser ist. Und diese Landplattform, wo dann zwei von den vier Tieren auch draufgehen können, nämlich die Schildkröte und der Notosaurus. Archeleon, nee, egal. Ihr wisst, was ich meine, die Schildkröte und der Noto. Und das waren die vier neuen Spezies, auf die wir uns mit dem kommenden DLC freuen können. Das Ganze kommt wie gesagt am 10.8. raus, also in 7 Tagen. Ich freue mich sehr drauf, ich werde euch auch auf jeden Fall mit Infos auf dem Laufenden halten und würde mich auch sehr über ein Like freuen, das würde mich sehr unterstützen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal den Trailer an und dann soll es auch gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.